Ich gebe ja ziemlich vielen Franchises, die ich noch nie gespielt habe, eine Chance. Und so ist es auch dieses Mal wieder der Fall. Gut, jetzt bei Sonic kann man sagen, ist es doch nicht so ganz unbekannt, denn schließlich habe ich vor ein paar Jahren mit dem guten Wally Walloch Sonic Colors auf der Wii gespielt mit dem GameCube-Controller und es war eine absolute Katastrophe. Und ja, mal schauen, wie Sonic jetzt in die Neuzeit angekommen ist, beziehungsweise gut, so neu ist das Spiel jetzt nicht. Aber trotzdem, es ist der neueste Ableger der Sonic-Reihe, und zwar natürlich ist es dann keine andere Spielereihe als Sonic Forces. Gibt's auch für die Switch, ich hab's mir aber für die PS4 gegönnt, für die bessere Grafik und weil es bestimmt nicht so oft spielen werde, weil für Fans das Spiel ja sehr kacke ist, zu langweilig sei. Und auch sehr viel Potenzial verschenkt wurde. Aber ja, wie gesagt, ich gebe dem Spiel trotzdem mal eine Chance und wir werden mal schauen, wie lange wir damit Spaß haben werden. Und ja, es soll auch gar nicht so lang sein. Also, ich spiele auch keine 100% oder so. Ich weiß auch gar nicht, was ich da machen müsste. Ich kann mich nur so an Sonic Colors erinnern. Da gab es irgendwelche roten Münzen, die man sammeln konnte. Und sonst ist das eigentlich nur komplettes Durchrushen. In diesem Spiel erwartet uns sogar ein, ja, erstellbarer Charakter, der auch was mit der Story zu tun hat. Aber darauf bin ich jetzt eher weniger gehypt. Ich will einfach nur mit euch mal uns mal ein Sonic-Spiel ansehen. Ich wollte ja damals Sonic Colors wollte ich ja auch ein Let's Show bringen. Dieses Let's Show wurde zwar aufgenommen, aber nicht hochgeladen, da es zu schlecht war. Es war halt Wii-Qualität. Wir mussten es auf der normalen Wii spielen. Und ja, um den GameCube-Controller anzuschließen zu können, ich wollte es unbedingt mit dem GameCube-Controller spielen und ich hatte da noch keinen GameCube-Adapter für die Switch oder so oder für, halt für die Wii U. Dementsprechend haben wir es auf der Wii gespielt und dementsprechend auch die Qualität. Es war mit so Aufnahmeprogramm, ja, aber es kam nie hoch und ja, jetzt will ich mal euch mal ein Sonic-Spiel angehen. Vielleicht, wenn ihr drauf Bock habt, dann spiele ich vielleicht auch mal mein allererstes Sonic-Game, mit dem ich überhaupt mit Sonic in Verbindung kam, nämlich ein altes Wii-Spiel. Und ja, dazu vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt mehr. Wir spielen jetzt auf jeden Fall Sonic Forces und ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich gehypt bin, also vor allem, wenn ich so höre, was so die Fans drüber sagen. Ja, aber man kann dem Spiel mal eine Chance geben, sagen wir es mal so. Videos und Optionen ziehen wir uns mal nicht rein. Oh, obwohl, das ist wichtig. Es gibt nur normalen schwer, oder? Das klingt ja mal wieder perfekt für mich. Ich spiel normal. Da ich nicht gut in Sonic spielen bin. Ich habe außer dieses eine auf der Wii und Sonic Colors habe ich nicht gespielt und. Also beides Wii Games gewesen. Und ja, bin ein blutiger Anfänger, sagen wir es mal so. Ist mir eigentlich alles viel zu schnell. Aber wir tun mal so. Wir machen mal einfach mal mit. Du kannst ja normal einfach so die Level durchspielen, kann man ja mal machen. Ich weiß auch nicht, wie lange spielen sollen und so, aber wie gesagt. Lang soll es nicht sein, deshalb mache ich das auch hier nur so. So ein Spiel für zwischendurch. Ja, du sollst die Änderungen. Ja, beibehalten. Schon gut. Uns wird ja auch schon gleich die Shadow-Episode empfohlen, also beziehungsweise gezeigt, die ich mir digital runterladen musste. Das Spiel habe ich zwar auch digital gekauft, aber ja, die Shadow-Episode war so ein kostenloser DLC. Mit zwei anderen. Irgend so ein Outfit und irgendwie, dass man irgendwie als Super Sonic spielen kann. Juckt aber nicht. Wir starten ein neues Spiel, wo wir erneut den Schwierigkeitsgrad wählen können. Auch wenn ich das gerade in der Option schon gemacht habe, gut, wir spielen auch normal. Wenn es das Spiel unbedingt will. Ja, deine Spielauszeichnung wird passiert, ist mir egal. Sonne, wie ich ihn hasse. Und all dieser Hass ist in dieses unzerstörbare Instrument der Vernichtung geflossen. Diese unaufhaltsame Kreation wird jede Niederlage, jede Demütigung durch diesen Igel tausendfach zurückzahlen. Dies ist mein Traum. Mit dieser Erfindung kann ich das Eggman Empire über die ganze Welt ausbreiten. Der Boss meint es diesmal ernst. Ja, was ein hammermäßiges Intro. Wird nicht gar lange rumgelaut. Wir werden gleich mit Sonic reingeschmissen. Ein kleines Mini-Tutorial-Level. Solange du mindestens einen Ring hast, überlebst du. Ja, das weiß ich schon.
Wissenstechnisch weiß ja wenigstens ein bisschen was von Sonic. Aber auch halt nicht alle. Ich weiß nur so, dass man diese Ringe einsammelt und die halt Schaden tanken. Beziehungsweise man verliert diese halt, wenn man getroffen wird. Und solange man mindestens einen Ring hat, kann man einen Treffer tanken, sonst ist man instant tot. Es gibt sogar, wie ich gerade auch, glaube ich. Entschuldigung. Ah, mein Gott. Ah! PX. Also ein bisschen hat es was von Sonic, Sonic Colors auf jeden Fall. Weil sie es halt beigehalten haben, dieses Level-System. Es ist ja halt nicht mehr wie das ganze klassische Spiel, die ganze klassische Spielweise. Sie wollten halt neu probieren, aber ja, wir wissen alles, was mit Sonic passiert ist. Sollte keinen wundern, dass Sonic jetzt eine lange Zeit hatte, wo der vergebens nur direkt spielt. Ah, hier sind die roten Münzen, okay, die gibt's also immer noch. Seht euch das Riesending an! Man muss wohl mit ja rechnen, wenn die Nachbarschaft plötzlich eine Wüste. Es gibt auf jeden Fall diese Wisp, da wollte ich zurückgehen. Die diese Wisp, die wir da eingesammelt haben. Die gibt die wurden in Sonic Colors eingeführt. Und die machen Sonic schneller? Fragezeichen. Wir haben schon eine Münze übersehen. Ah, lol, das werden wir nicht schaffen. Das habe ich mir auch nicht als Ziel gesetzt. Ich will einfach nur die Level durchspielen und gucken, was gibt. Es soll auch Bossgegner geben. Bin ich auch gespannt, wie das geregelt ist. Wie die in Sonic es gemacht haben. Die Musik soll sehr geil sein. Sonic soll immer geile Musik haben, so Rockmusik und so. Darauf bin ich gespannt. Irgendwann Wisp, oh, da kam ich nicht ran. Ja, Entschuldigung. Wir sollen ja eigentlich schnell sein, deshalb springe ich mal ein bisschen durch. Ist mal wieder Hektik pur. Hey, Looping. Ah, und Gegner. Ah. What the hell? Aber das Spiel sieht grafisch gut aus. Sagen wir es mal so. Damit wir das auch geklärt haben. Musikalisch. Warte mal, warte mal, warte mal. Hier geht's lang. Oder ist das andere? Ne, das sieht ziemlich gut aus. Vielleicht eine Münze? Nein. Ich habe 100 Ringe. Ich habe doch definitiv mehr. Oder sind... Naja, es ist zu golden. Ich glaube, 100 ist das Maximum. Und das war anscheinend das Ziel. Natürlich auch wieder wie ein Rang, wie in Sonic Forces. Kennt man. Sonic Colors. Das ist Sonic Forces hier. Wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, da gibt's wieder, wird es wieder durch einen Rang bewertet. Bis zu Rang S oder so, oder S Plus, glaube ich sogar. Nee, ich glaube nur S. Das ist, glaube ich, das Maximum. Wir haben jetzt diesmal Rang A. War gut. Geht besser. Aber in Sonic Colors war ich schlechter. Geht es allen gut? Alles klar, dank dir. Du hast aber auf dich warten lassen. Tja, so bin ich nun mal. Na dann, lass uns das beenden, Dr. Eggman. Das wird dein Ende, Sonic. Erlebe die Macht meines ultimativen Meisterwerks. Shadow, du? Savok? Metal? Oh, den Gegner kenne ich. Chaos? Den nicht. Der eine Gegner, der rote, der ist aus Sonic, wie hieß das auf der Wii U damals? Der Typ ist schneller als Sonic. Moment mal, es ist etwas anderes. Ich muss ihn scannen und mehr herausfinden. Was bist du? Wie machst du das? Was hat das mit diesem Typ auf sich? Ich bin ja dabei, Sonic, aber die Messungen können so nicht stimmen. Das ergibt keinen Sinn. Mir geht langsam die Puste aus, Tails. Nach Sonics Niederlage rückten Dr. Eggman zum schnell vor. Innerhalb weniger Monate waren nur wenige Gegner nicht unter ihrer Kontrolle. Trotz dieser gewaltigen Übermacht sammelt sich eine bunt zusammengewürfelte Truppe zur Rebellion. Und nun schließt sich ein neues Gesicht sich ihnen an. Okay. Naja gut, das war der gute Infinite. Das ist ein neuer Gegner. Und der ist cool. Doch Verzweiflung können wir uns nicht leisten.
freue mich, dass Sonic immer noch bei uns ist. Silver und Amy kenne ich auch, ja. Ich bin ein Optimist. Auch noch klassische Gegner. Gegner, Sonic genau. Gegner. Und Tails, alles Gegner. Tails hat sich selbst verloren. Wir müssen es ohne die beiden schaffen. Silver hat recht. Wir haben 6 Monate lang auf ein Wunder gewartet. Aber es ist Zeit, unser eigenes Jetzt Wunder ist ernst. Alle leben in Furcht vor Dr. Eggmans. Dieses Krokodil kenne ich auch, aber ich glaube nur aus so aus Sonic, Mario und Sonic. Bei den Olympischen Spielen. Ich glaube, da kenne ich ihn nur. Also so wirklich bekannt kommt er nicht vor, wie er heißt. Keine Ahnung. Kommt heute nicht der neue Rekrut zu uns? Ja, ein Überlebender aus der Stadt, oder? Ich schaue mir die Datei an. Ist das jetzt der Charakter, den man sich erstellen kann? Kommt das jetzt zum Spiel? Ja, deine Spielaufzeichnung wird fortgesetzt, weil... es wurde mir gesagt, man kann den Scheiß irgendwie abstellen. Und ja, hier ist dieser Avatar, den man sich erstellen kann. Interessiert mich jetzt nicht so, aber ich mach's mal jetzt einfach mal. Ich muss es ja so oder so machen. Also komme ich ja eh nicht drum rum. Ich kann ja nicht einfach sagen, ja, mach einen Scheiß oder so. Geht ja leider nicht. Juckt mich nicht. Mach Wolf, gut. Ja, von mir aus. Ja, so. Uiuiui. Cringe. Ja, Sonic-Gesicht. Ja. Wir können sogar einen Sonic machen, der so ähnlich aussieht wie Sonic, lol. Und machen den jetzt mal anders. Der wird... Nee. Wolf ist grau, so. Was ist das jetzt? Stimme. Was? Nein, zurück. Stimme. Das hier. Habe ich jetzt das Gewicht? Ja. Siegerpose. Animation. Boah, wen juckt's? Ganz ehrlich. Wow. Sehen alle gleich scheiße aus. Keine Ahnung. Eigentlich würde ich gerne sagen, sieht scheiße aus, aber gut. Lass gut sein. Hauptsache, wir sind den Abschnitt durch. Knuckles, wie ist die Lage, Commander? Ich bin froh, euch alle lebendig zu sehen. Dr. Eggmans Truppen haben uns in Green Hill übermannt und vom Widerstand in der Stadt heißt es, dass das Ding, das Sonic besiegt hat... Tut mir leid, das fällt mir immer noch schwer. Es hält alle in Angst und Schrecken. Das heißt fast alle. Dieser junge Widerständler überlebte die Schlacht und kam zu uns. Ich stelle vor und... Ich schaue so wütend in die Runde rein. Alle sind so gut drauf, ich schaue nur so böse in die Runde rein. Richtig gut gelaunt. Hier, nimm das. Wir zählen auf dich. Was ist das? Okay, auf geht's, Leute. Die Welt rettet sich nicht von allein. Sollte nicht eigentlich Untertitel anzeigen, oder habe ich ihn außerdem nicht angemacht? Ich weiß es nicht. Team Sonic ist ganz schön gesunken. Ich meine ja nur. Ja, das ist eine Wettenkarte, das müssen wir glaube ich nicht erklären. Außerdem, wenn es bewegt, ja. Um eine Liste Level anzuzeigen, gut. Level 1 haben wir gerade eben gespielt, das war mit Sonic, was? Kannst du das Super Sonic spielen? Ja, das wissen wir schon. Also ich glaube davor stand das, was Shadow spielen könnte. Man kann auch in manchen normalen Leveln als Shadow spielen. Auch wenn er eigentlich eher als Boss dargestellt wird, oder? Weil er ist ja böse. So wie es aussieht. Er ist halt der schwarze Sonic, ne? Schwarze Sonic-Kopie. Und ja. So wie ich das zumindest immer gesehen habe, ist er eigentlich böse.
Naja, wir gucken noch. Wir spielen Level 2. Wie lange geht die Folge? Ach na, eine Stunde, komm. Ich habe tolle Neuigkeiten. Sonic lebt. Oh, cool. Hervorragend. Was? Oh, was für ein Glück. Ich wusste es, ich wusste es. Er sitzt im Weltraumgefängnis fest. Mein Spion sagt, er wird in einer Einzelzelle gefangen gehalten und seit Monaten gefoltert. Uff. Das in einem Sonic-Game. Die Rettungsaktion läuft bereits, Amy. Ich habe einen Trupp zum Weltraumbahnhof im Chemiewerk geschickt, um ein Shuttle zu borgen. Chemical Plant. Das? Also Leute, zufälligerweise? Ich habe Lust auf einen guten alten Gefängnisausbruch. Wenn ich muss? Leih-Avatar. Jetzt schon. Nein, bitte. Darf ich nicht einfach Sonic spielen? Warum muss... Ja gut, er ist jetzt gefangen genommen worden, aber... Toll. Bislang, kann ich nichts halten von dem zusätzlichen Charakter. Bislang ist er eigentlich eher... obwohl... Der Sonic geht wieder total ab. Kann sich wenigstens mit so einem Enterhaken kann er sich an Dingen festhalten. Hier so hin und her eiern. Immerhin. Oh, in klassischer Weise würde ich eher lieber wirklich auf Sonic zurückgreifen. Oh, ja. Das heißt quasi ihn schnell befreien. Okay. Was denn jetzt? Okay, das konnte Sonic auch nicht. Ja, habe ich gelesen, ja. Hier. Ich versuche jetzt auch gerade mal ein bisschen auf die Musik zu achten, weil die soll ja echt gut sein. Und so, was ich jetzt auch gerade im Hintergrund höre, ist auch echt geil. Gab es doch so einige, die dann behauptet haben, das Einzige, was gut an Sonic Forces ist, ist die Musik. Da bin ich mal gespannt. Gameplay soll ja eher verhasst sein. Weil es zu langweilig angeblich ist. Na, gucken wir mal, wie ich empfinden werde, nachdem wir das ein bisschen gespielt haben. Stand jetzt, da ich auch keine Ahnung habe, was man jetzt groß machen soll. Zum Grinden kannst du mit dem linken Stick oder L und L1 und R1 von den Schienen wechseln. Okay. Ah, okay. Kennt man auch. Das gab es auch zu Genüge in Sonic Colors. Ich habe nur noch geringfügig was zum Sonic Colors in Erinnerung. Ich habe es ja auch nicht durchgespielt, weil es mich so abgefuckt hat und zu schnell war. Aber mal schauen, wie es mit diesem Spiel aussieht. Erst recht, da es ja nicht so lang sein soll, ist es vielleicht mal keine so schlechte Idee, vielleicht mal... What the fuck? Was habe ich denn jetzt gemacht? Also ist hier so ein komischer Wisp oder so, ist das wieder hier. Kann ich irgendwie einen Special Move einsetzen, steht da mit Dreieck. Kann ich mir ein paar Ringe einsammeln. Allerdings habe ich eh 100, also ich weiß nicht, was da jetzt für einen Sinn sein soll, die jetzt einzusammeln. Gehen wir einfach mal weiter, damit wir ein bisschen noch mehr schaffen. Okay. Button. Zeug. Muss ich irgendwas drücken? Oder ist das alles automatisch? Okay, ich dachte... jetzt! Okay, wir kriegen Punkte dafür, dass wir, wenn wir den richtigen Moment drücken, okay. Das ist auch so ein Button-Zeug. Action-Events. Gibt's natürlich auch. Gab's... Sonic Colors gab es nicht, also zumindest nicht den Teil, den ich gespielt habe, also den Anfang. Warte. Okay, warte mal, wie oft kann ich das machen? Zweimal. Oder auch gar nicht. Weil mir anscheinend die Booster ausgegangen ist oder die Energie, was auch immer. Ich raff's nicht. Hey! Was? Was ist das jetzt? Irgendeine Stimme. Kann mir das Ding hier wieder nutzen. Geil. Ich komme da gar nicht anders ran. Aber wieso sollte ich den Ringe einsammeln? Ich habe doch schon 100.
macht doch eigentlich gar keinen Sinn mehr. Ich glaube, es gibt dann Punkte, ja. Haben wir auch nicht. Was ist denn da unten? Ui. Wir wollen ja wenigstens etwas von dem Spiel sehen. Gucke ich mich hier wenigstens ein bisschen um. Auch wenn die Ringe bislang als unnötig bezeichne, weil es gibt so viele. Oh lol. Wie komme ich an den roten ran? Bäh. Ich werde zwar eh nicht alles sammeln, aber zeig mir her, wie ich an den rankomme. Das will ich jetzt wissen. Bäh. So. Das sieht gut aus. Ja. Ah, guck mal, wir haben eh jetzt schon einen vergessen. Lol. Was mache ich mir, denke ich, die Mühe? Also die Musik ist trotzdem nice. Oh, hi. Ja. Ja, ich beeile mich ja schon. Ja. Alles gut, Knuckles. Versuche mich jetzt auch damit ein bisschen mehr zu verfassen. Ich habe mir sogar letztens in meinem Elektrofachmarkt in der Nähe habe ich mir eine Blu-ray geholt von Sonic mit einem alten Anime drauf. So eine komplette erste Staffel. Sonic X nennt sich das gute Stück. Und ja, das will ich mir jetzt mal hin und wieder mal reinziehen, um mal ein bisschen mal reinzugucken. Vielleicht gucke ich mir auch mal das Klassische an, weil das ist recht, das erste Sonic soll ja echt gut sein. Und auch Mario sogar echt eine Konkurrenz dargestellt haben damals. Und ja, vielleicht wäre das mal nicht schlecht, sich das mal anzugucken. Das allererste Sonic the Hedgehog. Warum nicht? Vielleicht kommt das mal irgendwann als Display oder so. Ich weiß ja nicht, die alten Spiele sind ja nicht so lang, aber innovativ sollen sie gewesen sein. Sehr innovativ. Also vielleicht finde ich so ein bisschen auch mal langsam meinen Sonic rein. Aber bislang bin ich eher skeptisch damit, weil mir das eigentlich viel zu schnell ist. Weitem zu schnell. Du kannst das Sonic-T-Shirt nutzen. Ah, das ist auch ein DLC. Ich gab ja drei DLCs. Einmal, wie gesagt, dieses, halt dieses T-Shirt, die Shadow-Episode und dass ich Super Sonic spielen kann. Aber bislang kam es ja nicht Thema, weil wir keinen Sonic haben. Naja. So, ein Level würde ich sagen, schaffen wir noch. Start. Das hätte funktionieren sollen. Ich konnte dir nicht helfen, Kumpel. Tut mir leid, dass ich nicht schlau genug war. Hm? Wow, oh, Chaos. Sonic, hilf mir! Huch. Ah, das ist Classic Sonic. Kam ja auch von Sonic Generations, was glaube ich, kam er wieder zurück. Oder Sonic Mania. Moment, was? Oh, du bist der Sonic aus einer anderen Dimension, stimmt's? Ah, gut, ich verstehe. Also der Sonic, der noch nicht spricht, der spricht nämlich aus irgendwo noch nicht. Konnte er auch damals nicht. Sieht viel kleiner aus. Hat auch noch die klassischen Sounds im Gegensatz zu dem neuen Sonic. Richtig? Wir müssen die Welt retten. Vielleicht bist du deswegen hier, um uns dabei zu helfen. Ja, wenn wir jetzt schon unseren Original-Sonic jetzt, den modernen Sonic verloren haben, nennen wir ihn mal, dann brauchen wir einen anderen Sonic, ne? Vielleicht können wir ihn ja gegen meinen jetzigen Charakter auswechseln. Das finde ich bislang doof. Aber jetzt müssen wir erstmal wieder Sonic spielen. Ja, das freut mich doch. Auch wenn es ob es der klassische ist oder der moderne, ist egal. Hauptsache, ich kann Sonic spielen. Ganz klassisch. Wenn ich ganz ehrlich bin, am liebsten würde ich hier Shadow spielen, aber den kann ich ja bislang gar nicht spielen. Bin immer noch da auf Seite von Shadow. Ich finde den immer noch am coolsten. Ist alles Geschmackssache, aber ja. Schon ein bisschen kacke, dass ich bislang noch nicht die Chance hatte, Shadow zu spielen, obwohl es in manchen Leveln anscheinend funktionieren soll. Sonst spielt man ja in dieser Zusatzepisode, die wir aber womöglich nicht spielen werden wahrscheinlich, weil ich will das Spiel jetzt eigentlich auch nur so mal random einfach nur so mal spielen, damit wir mal ein Sonic Game auf meinem Kanal gesehen haben, also hoffentlich auch einen kompletten, dass es wieder nach dem ersten Part endet oder so. Ach du heilige Mutter Gottes. Aber man sieht mal wieder, dass hier wieder mehrere Wege gibt. Warte mal, ich gehe mal nach unten lang. Zeig mal wieder, Sonic ist so... Gibt so viele unterschiedliche Wege, das Level durchzuspielen. Aber es macht es auch so mit den Sammelgegenständen und so sehr schwierig, weil... Gehst du nur einmal einen falschen Weg, dann kannst du dich 100% schon gar nicht mehr schaffen.
muss der alles wissen, wo alles ist. Und da das jetzt gerade blind ist, kann ich es logischerweise nicht wissen. Ich spiele ja auch nicht 100%, ich spiele auch einfach nur die Level durch und guck an, wie sie mir gefallen. Und ob die mir vielleicht sogar Bock machen, mal das klassische Sonic anzuschauen. Oh, wer ist denn das da hinten? Guck mal. Ich glaube, wir sind wieder in der Stadt, sind wir, glaube ich. Wir haben sogar schon 2 Münzen von 5 gefunden. Cool. Bam. Klassische Sonic, der... Und was? Was war das? Was war das? Oh, warte, was war das? Runter. Aua. Boah, krass. Uiuiui. Ich drück einfach mal nach vorne. Was könnte das sein? Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Vom S-Rang. Yay. Wer hätte gedacht, dass ich mal einen S-Rang im Sonic-Game kriege? Aber gut, es soll ja auch, ist auch normal. Ich glaube, die der Schwierigkeitsgrad beeinflusst die Punkte, glaube ich. Oder die Ränge, wie viele Punkte man für einen Rang braucht. Würde ich jetzt mal sagen. Sonst kann ich mir jetzt eigentlich keinen Unterschied zwischen den Schwierigkeitsgraden vorstellen, irgendwie. Weil Gegner besiegen und so, die sind ja eigentlich immer gleich. Aber ja, bestimmt ist es dann mit dem Schwierigkeitsgrad so von den Punkten her anders. Das Punktesystem, dass du mehr Punkte für einen bestimmten Rang brauchst. Auf schwierig würde ich wahrscheinlich nur B oder noch geringer nur schaffen. Das vor einigen Monaten in der Stadt. Flashbacks. Cool. Es gibt keinen Grund zum Widerstand. Euer Retter ist nicht lebend. Ich kann deine Angst schmecken. So viel Furcht und Zweifel. Papa, bin das ich? Lass deine Angst freien Lauf. Fliehe, schreie, dann lass ich dich leben. Ja, das war ich, glaube ich. Weil ich bin ja ein Geflüchteter aus der Stadt. Kannst du mich hören? Oh, wie ist die? Ich kenne die. Ach, da unten steht's. Roach? Roach? Heißt sie so? Na, die kenne ich auf jeden Fall noch, aber ich vergesse immer ihren Namen. Ist auch ein sehr komischer Roach. Keine Ahnung. Mann, das hat den ausgesprochen. Jetzt habe ich ja drüber geredet. Fuck. Zacke, jetzt kannst du dich wiederholen. Nicht besonders gut. Sie haben vor, ihn ins Weltall zu verbannen. Und ist denn. Ist die nicht eigentlich auch böse? Hä? Das Spiel verwirrt mich. Die war doch definitiv böse. Und jetzt zumindest auf die. Die Chaos Emerald abgesehen. Wenn schon. Und die Folter war nur Zeitvertreib. Das ist übel, selbst für Dr. Eggman. Das Spiel haut wieder meine kompletten Gedanken wieder völlig über den Haufen. Ich habe wieder gar keine Ahnung. Von unserem Rettungsplan gehört und seine eigenen. Aber habe ich zu wenig Sonic gespielt, um dass ich da wirklich was weiß. Uns bleibt nicht viel Zeit. Hab's auch versucht, das so mit dem diesem Anime da Sonic X da ein bisschen Wissen einzukassieren. Aber bislang ohne Erfolg. Also zumindest hat mich dieser Anime bislang mit meinen bisherigen Spielerfahrungen eher verwirrt als irgendwas. Das Death Egg! Oh je, das ist gar nicht gut! Das Death Egg, was ist das denn? Nichts ist gut, Vector. Darum heißt es Krieg. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Lasst uns Sonic holen! Ich spreche mir meine Gedanken mal nicht aus. Aber die einen oder anderen werden sich vielleicht schon denken, woran ich denke. LOL! Okay, ich spreche meine Gedanken doch aus. Mir ging der Todesstern aus Star Wars in den Kopf. Death Star. Der sieht aber wirklich aus wie ein Todesstern. Bloß mit Eggman auf Eggmans Fresse auf vorne drauf. LOL! Das soll eindeutig eine Star Wars Anspielung sein. Epic, was ist das jetzt? Missionen? Ich hab's das nicht durchgelesen, sorry. Oh ne, jetzt kommt der Hinweis. Nach dem Abschluss einer Mission erhältst du verschiedene Gegenstände. Bla bla bla. Die Tatsache verfügbaren täglichen Herausforderungsmissionen. Naja, als ob ich das täglich spiele, ne?
Als ob ich mir da Mühe mache. Vielleicht 3-4 Tage, da hast du auch genug. So zwischen täglichen Missionen? Nein, versuche ich nicht. Ich versuche gar keine Mission zu machen. So sieht es nämlich aus. Erst du das Resultat ein Bonus. Du kannst Mission bis 2 Tage im Voraus abschließen. Nein? Okay, die Mission werden wir ganz weglassen. Und, gut, der Avatar, den lassen wir so oder so weg. Den juckt eh keinen. Machen wir weg. Raus. Muss ich mir das jetzt antun? Ja, ich muss mir das jetzt antun. Toll. Ja, juckt keinen. Danke, dass wir darüber gesprochen haben, aber mehr will ich auch nicht wissen. So, spielen wir. Nein, wir schaffen kein Level mehr. Gut, okay, wenn euch der erste so Einblick in Sonic Forces gefallen hat, dann lasst ein Like da. Abonnieren lassen wollt und ja, ich weiß ja jetzt nicht, wann ich das Let's Play hochladen werde. Ich habe eigentlich geplant, es nach Doki Doki Literature Club hochzuladen, wenn wir das fertig haben. Das wird ja auch wahrscheinlich nicht so lange gehen, da ich ja auch die Bonusinhalte nicht spielen werde. Und ja, das kommt es wahrscheinlich so danach. Also ich nehme es jetzt so ein bisschen im Voraus auf. Und ja, auf jeden Fall, wenn euch dieser, wie gesagt, dieser erste Einblick in Sonic Forces gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert was wollt. Und beim nächsten Mal betreten wir den Todesstern oder das Death Egg von Eggman. Also haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.